Lieber Wieland, wo wir jetzt schön um das Heck gelaufen sind, fällt mir noch ein Thema ein. Wie sieht es denn mit Stützen aus? Es gibt ja verschiedenste Varianten, Komfortstützen, Hubstützen. Was bietest du an? Im Paket haben wir immer standardmäßig unsere Kurbelstützen mit dabei. In der Höhe ganz toll über eine Kurbel einstellbar. Man muss nicht unter das Fahrzeug krabbeln. Die schwenken auch von allein in die Waagrechte, beziehungsweise wenn wir da sind, wo wir ankommen, dann können wir einfach die Kurbel aufstecken. Die gehen von alleine nach unten und gehen dann, teleskopieren sie aus. Und beim Wegfahren sind sie so gesichert, falls man es mal vergisst, dass sie automatisch wegklappen. Panikfunktion, genau. Ja. Dann klappen sie alleine nach hinten und man kann sie auch einfach einmal auf- und zugedreht, dann fangen sie sich wieder und gehen wieder von alleine hoch. Ich kann mich nur erinnern, jetzt kommt das Camper-Latein. Es gibt ja das Angler-Latein. Ich habe jetzt, sage ich mal, Camper-Latein dazu. Vor 20 Jahren waren die noch nicht mit der Panikfunktion. Wenn du es vergessen hast, blieb das Fahrzeug Heck stehen und du bist mit der Front schon auf der Autobahn gewesen. Aber mittlerweile ist jetzt, man hat nachgedacht bei allem. Also das nennt man Komfortstützen. Diese Stützen sind halt, wie gesagt, im Paket dabei. Ja. Optional haben wir auch hier die Möglichkeit, hydraulische Hubstützen einzubauen. Ist auch kein Thema. Aber dann kratzen wir dann schon an den 3,85 Tonnen. Klar. Beziehungsweise wir haben ja auch über die Möglichkeit vom Heavy-Fahrwerk ja auf 4 bzw. 4,4 Tonnen aufzulösen. Mhm. Das liegt halt dran, mit wie vielen Personen bin ich unterwegs, was habe ich geladen, was möchte ich mit dem Fahrzeug machen. Genau, bei 4,4 Tonnen, da muss man dann ein paar Sachen noch mehr abfragen, ganz klar. Aber machbar ist sehr, sehr viel. Du bist hier nach oben immer offen. Das sind die Absorbergitter. Wir machen das mal für alle Camping-Einsteiger. Das ist ja auch das perfekte Fahrzeug für Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis. Da saugt er die Luft an, da gibt er die Luft ab. Also drin sehen wir dann den großen Kühlschrank. Vorhin haben wir noch nicht gesagt, was wir hier haben. Steht zwar drauf, aber wir haben einmal Gas für den Grill. Morgens mal einen Kocher anzuschließen, dass wir nicht im Fahrzeug kochen müssen. Ja. Mal ein Ei zu backen oder halt auch abends, ohne dass wir die Flaschen darunter tragen müssen, können genau wir direkt unseren Grill, unseren Kocher anstecken. Zack, bumm. Und daneben natürlich für die, die jetzt kein Gas anzapfen wollen, sondern einen Elektrogrill machen, haben wir eine Steckdose. Die Kaffeemaschine, den Toaster, was auch immer, haben wir da die 230 Volt Möglichkeit, beziehungsweise auch ein Handyladen oder einen Zigarettenanzünder. Dann haben wir die Möglichkeit, über diese TV-Eingang beziehungsweise Ausgangsdose, die aber nicht angeschlossen ist, das sage ich immer den Kunden dazu, die ist zwar vom Kabel her angeschlossen, das Kabel liegt bis hinter den Kühlschrank, wenn, dann müssen wir eine aktive Weiche einbauen, weil wir haben ein Twin-LMB und haben ja schon zwei Fernseher verbaut. Das sehen wir jetzt dann innen. Wenn wir jetzt auf dem Campingplatz stehen, unsere Antenne ist abgedeckt durch irgendwas und wollen da einspeisen, dann müssen wir das Kabel am Receiver anschließen, beziehungsweise wenn wir außen Fernseher schauen wollen, dann müssen wir das Fernseher hinten in dem Schlafzimmer ausziehen und müssen das mit unserem Kabel, was in dem Kühlschrank schon liegt. Weil wir müssen das Kabel hier einbauen, weil die Dose ist eingeklebt, eingebaut und deshalb liegt das Kabel von uns aus verbaut. Aber schön, dass du das alles dazu sagst. Perfekt. So wollen die Leute ein Video haben, dann sind sie gut informiert. Bevor wir jetzt reingehen, meine Diebstahlsicherung Nummer 1, HEOS, Alarmanlage, alles schön, alles gut, aber ich bin ein Freund des Safes. Meine ganzen Wertsachen reinsperren. Und den haben wir hier nicht unter dem Beifahrersitz verbaut. Das zeige ich bei der Gelegenheit auch nochmal. Hier sind in diesem Fall 2x100 AGM verbaut. Eine ist immer Serie mit einem Panel oben drauf. Und hier hat man alles gegeben. Hier hat man mal 200er eingebaut mit zwei Paneelen. Und unterm Fahrersitz ist das Safe. Genau. So kommt man aus einer Moderation wieder raus, wenn man auf der falschen Seite rumdoktert. Ne? Siehst du mal. Ich gebe dir auch mal den Schlüssel, Tobi, dann kannst du mal gucken, ob der Chef da schon was drin versteckt hat. Oh, für uns so ein Weihnachtsgeschenk, meinst du? Schauen wir mal, ob der Uwe Gante uns da was versteckt hat. Und der Safe ist auch wirklich groß und ausreichend. Ich habe noch nie einen Safe aufgemacht mit dem Schlüssel. Normalerweise knacke ich den immer mit dem Schweißbrenner. Nein, Quatsch, Leute, das war natürlich Quatsch. Aber da passt der Laptop noch rein, gell? Laptop, Fotoausrüstung, Dokumente, Geld. Also das ist ein Safe, der ist wirklich nicht im Vorbeigehen zu öffnen. Ja eben, da müsst ihr dann schon mit schwerem Gerät aufwarten und wenn der irgendwo auf dem Parkplatz in Bibione steht, jetzt nichts gegen Bibione, nichts gegen Parkplatz, muss man mal aufpassen, aber das ist halt was Ordentliches. Genau. Zack. Übrigens, wenn wir hier jetzt nicht auf jeden Preis eingehen, dann ist das auch der Sache geschuldet, weil dann machen wir hier einen Spielfilm länger als Karl May mit seinem Winnetou, Komplettprogramm. Dafür habt ihr hier die Fachberater bei Uwe Gante, der ruft ihr an und das Fahrzeug wird auch demnächst ausgepreist werden. Dann kriegt ihr alle Detailpreise. Ich gebe dir aber den Safe-Schlüssel wieder, der gefällt mir schon.
So, also Safe ist eine Alternative. Eine Alternative. So, Dala. Ich darf mit den Zuschauern zuerst reingehen, Wieland. Selbstverständlich. Insektenschutzgitter haben wir schon angesprochen. Dann gibt es gleich mal auffällig hier. Ich liebe es. In jedem Fahrzeug eine blaue Beleuchtung, die abends wirklich hilft, einen sicheren Weg am Kühlschrank oder auf die Toilette zu finden. Nachtbeleuchtung, dass man nicht nachts stolpert und trotzdem nicht das ganze Fahrzeug aufgeweckt wird. Ja. Also ist wirklich eine tolle Beleuchtung. Triggasalarm, auch eine Sache, die eigentlich immer verbaut wird schon, ja. Genau. Triggers haben wir dann auch die Möglichkeit, einmal im Bodenbereich für alle Gase, die schwerer sind wie Luft, Propan, Butan, beziehungsweise haben wir auch oben optional noch den zweiten Sensor für die Narkosegase, beziehungsweise alle Gase, die leichter sind wie Luft, die nach oben steigen. Genau. Wow, das macht richtig Spaß mit dir. Können wir mal miteinander rumfahren und Filme machen? Das ist cool. Dann kannst du alle Beleuchtungen hier schon mal griffgünstig schalten. Du kommst abends zum Fahrzeug, nach dem Wirtshaus oder Ähnlichem, dann kannst du hier schon mal einschalten und stolperst nicht ins dunkle Fahrzeug. Haushaltskonform untergebracht. Elektrische Stufe. Serie. Dann, da ist jetzt dann Wechselrichter drunter. Da gucken wir aber noch rein. Da haben wir hier den Hauptschalter dafür. Zack, bumm, Wechselrichter an, Stromversorgung läuft. Die läuft zwar auch so, aber dann habt ihr natürlich 230 Volt anliegen. Aber jetzt lassen wir natürlich erstmal die ganzen Emotionen hier reinschweifen in dieses wirklich großzügige und auch angenehm duftende Fahrzeug. Hat einen guten Neuwagengeruch. Es gibt Fahrzeuge, die magst du nicht riechen, aber der riecht gut. Kann ich euch mal bestätigen. Ja? Ich sage mal Putzlicht. Wenn das volle Pulle an ist, mein Putzlicht. Auch da oben blau. Das ist ja auch Serie, das große Panoramafenster. Jawohl, das Panoramafenster serienmäßig. Alle Fenster, alle Türen im Fahrzeug mit Fliegengitter und Verdunklung. Mhm. Auch eine tolle Sache im Sommer mal zu lüften. Schöne Ablage hier oben, ich nenne sie mal die Galerie. Auch das fühlt sich ja wirklich an wie Leder, oder? Das ist ein ganz hochwertiges mikrofaserbeschichtetes Kunstleder. Wir haben da auch keine Probleme jetzt mal mit Schminke, Rotwein oder Ketchup oder Nutella. Das können wir schön abwischen. Also da gibt es auch nach Jahren der Benutzung gibt es keine Speckstreifen bzw. Jeansstreifen oder sowas. Ja. Also wirklich sehr hochwertig. Und was auch noch schön ist, im Design der Sitzgruppe hinten. Mhm. Da haben wir halt auch eine schöne Harmonie. Das passt mit dem Holz und dem weiß lackierten Corpus Corpi auch gut zusammen. Du hast auch schön Beinfreiheit hier. Den Tisch kannst du in alle Richtungen schieben. Schatz, ich hab dich nicht drauf, alles gut. Ja. Man kann schön um den Tisch rumsitzen. Da wenn, kommt jeder hin. Wenn man nette Leute kennengelernt hat und das Wetter ist nicht so, dass man unter der Markise sitzen kann, dann können wir uns hier hinsetzen. Schön zum Rumsitzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 entspannt. Genau. Erwachsene. Ist auch schön hier. Wirklich toll. Also im Stoffsektor hat sich unfassbar was getan die letzten Jahrzehnte. Ist nicht mehr so wie früher, wo es nur Leinen und was weiß ich noch gab. Das Schöne bei diesem Tisch ist, wir können ihn jetzt auch in dieser Position absenken, haben sofort ein vollwertiges drittes Bett, ohne irgendwelche Zusatzpolster, ohne Lattenrost, aber optional dann auch mit einem kleinen Zusatzrost, der auch im Paket mit dabei ist. Ja. Dann haben wir hier ein vollwertiges Doppelbett in den Maßen 1,40 x 2,10 m. Ja eben, kein Plusbett, wie es die meisten nur haben, sondern wirklich, wie du sagst, vollwertig. Da kann man sich ja das Hubbett sparen, wenn man ab und zu mal zu dritt ist. Ganz genau. Fährt. Wenn man zu 90% zu zweit unterwegs ist, immer die Option, mal noch mit Enkelchen oder so zu fahren. Aber ansonsten fährt man halt mit dem Hubbett immer nur Gewicht spazieren. So prima. Wir haben ja auch die tolle Ambientebeleuchtung in dem Fahrzeug. Ja, stimmig. Das sehr, ist wirklich stimmig. Sehr hochwertigen Möbelbau, tolle Beschläge. Hat sich echt gemausert. Ich drücke hier mal, fahre den Tisch wieder mal ein bisschen rein, sonst kann ich nicht mehr hoch mit der Kamera. Und dann gehe ich nochmal auf diesen bequemen Sitz. Und da sollte man ja auch drunter schauen, glaube ich. Weil da sitzt ja der besagte Wechselrichter. Soll man das Fernseher, das machen wir nachher, das Fernseher. Ich mache das Fädchen noch weg und da wollen wir auf jeden Fall mal reingucken.
sauber aufgeräumt und verbaute Elektronikbauteile. Das ist immer auch wichtig. Wie ist das verkabelt mit Querschnitten und so weiter? Da muss man auch gucken. Du kannst jetzt hier nicht mit einem 2,5 Quadrat Kabel einen Wechselrichter mit 1800 Watt anhängen. Genau. Wir haben hier von Dometic den 1812 mit 1800 Watt Dauerbelastung. Kurzzeitig 3,6 kW Spitzenlast. Wir haben hier sauber verbaut unsere Sicherung. Wir haben den Batterie-Hauptschalter für den Aufbau. Mhm. Wir haben unseren Ladebooster hier verbaut, das Batterieladegerät und was wir hier auch sehen, ist halt der fünfte Gurtplatz. Optional? Optional, aber mittlerweile halt standardmäßig. Die meisten kaufen den mit. Das ist auch für den Wiederverkauf immer wichtig, dass du einfach mehr Optionen bieten kannst. Genau. Dann haben wir noch einen NATO-Knochen. Ladebooster, wie viel Ampere hauen die heutzutage da so durch? 60, 80 Ampere dürften die teilweise bringen, gell? Da müssen wir nochmal nachschauen, aber kein Problem. Also die machen euch die Aufbaubatterien während der Fahrt natürlich auf die Schnelle wieder voll. Und was immer dabei ist, made in France dieses Fahrzeug, da ist es Vorschrift, kein Fahrzeug darf rausgehen ohne Feuerlöscher. Feuerlöscher. So, Thema Fernsehen. Da haben wir unser Fernseher. Wir haben serienmäßig im Fahrzeug in der Satellitenanlage, also vollautomatische Satellitenanlage aus dem Hause Alten mit Twin-LMP, wo wir auch zwei Fernseher schauen können mit getrennten Programmen im Wohnbereich bzw. im Schlafbereich. Sportschau, Tatort und so. Genau. Dann haben wir hier auch jetzt standardmäßig sind immer 18,5 bzw. 19 Zoll, optional bis 22, 24 Zoll, je nachdem, was man möchte, auch als Smart-TV, jetzt gerade im Internetbereich oder Netflix. Kompletter Trend. Kauft euch bitte mal gleich ein Smart-TV, seid ihr für die Zukunft aufgestellt, kannst du deine E-Mails machen und schickimicki und schieß mich tot. Ist, finde ich, so eine absolut normale Geschichte geworden mittlerweile. Dann haben wir oben hier natürlich nochmal eine Vorverkabelung, die aber jetzt in dem Fall nicht genutzt wurde, weil dieses Twin-LNB-System natürlich direkt durchverkabelt wurde. Prima. Dann haben wir CP Plus auch Serie, oder? Jawohl, CP Plus Serie bei uns schon. Das ist die große Beleuchtung hier außen. Ich zeige euch das nochmal. Die große Lichtleiste, deswegen hier das Knöpfle. Jawohl. Und hier kann man natürlich das immer aufwecken, sage ich jetzt mal, das Display. Und dann seht ihr die ganzen Füllstände, Wasserpumpe, das Übliche. Das blinkt jetzt nur, weil eben im Frischwassertank kein Wasser drin ist. Richtig? Richtig. Genau. Schön. Ich gehe nochmal raus, runter, rüber, rauf. Ja, eine mega große Winkelküche haben wir hier. Also da kann man es aushalten. Übrigens habe ich volle Stehhöhe und noch mehr. Weil mit meinen 2 Meter, hier habe ich 2,5 Meter. Schätze ich jetzt mal, oder? Ziemlich genau. Also selbst hier unter dem Fenster, aber hier. Ja, genau. Ja. Normal schleife ich immer schon mit meiner Kappe. Das ist ja mein Helm unter den Hekis durch, unter den Dachfenstern, aber das geht problemlos. Wir haben einmal das große hier, wir haben nochmal eins über der Küche, dann haben wir hier schönen Auszug. Gab es das vorher schon oder ist das jetzt neu? Das ist seit letztem Jahr. Ist das seit letztem Jahr, ja, kann mich erinnern. Bietet sich an, unterbricht es auch, dass es nicht so eine lange Leiste ist hier, sondern einfach schön gemacht. Dann natürlich 3 Flammen mit Piezo. Zweimal, dreimal auch unterteilbar. Eine schöne, stabile Armatur. Sieht gut aus, ist richtig von der Haptik her. Klar, dass man hier natürlich nicht Hans Grohe einbauen kann mit 4 Kilo Gewicht. Das ist eine Kunststoffarmatur, aber die ist mittlerweile richtig gut geworden. Große Spüle, wichtig, dass man auch mal eine Pfanne drin spülen kann. Da gibt es teilweise so Spuckeimer, sage ich immer dazu. Unsere Schubladen, die wir jetzt gerade sehen, haben Zentralverriegelung bzw. Soft-Close-System. Klar, Fernseher und Klimaanlage, Fernbedienung. Hier sieht man den Softclose und dann kannst du mit einem Rumsdibums hier verriegeln, dann haut es dir während der Fahrt die Sachen nicht aus. Was wir noch nicht angesprochen haben, ist die Dunstabzugshaube. Oh ja, stimmt. Die haben wir deswegen nicht angesprochen. Ja, sorry, mit meiner linken Hand wieder. Aber hier schön für Töpfe, Pfannen und Dunstabzugshaube ist hier unten. Auch nochmal mit Steckdose und natürlich dem Lichtschalter und der ambiente Beleuchtung. Die Dunstabzugshaube ist auch eine Abluft, also keine Aktivkohle. Ich bin zu doof mit links, sorry. Jetzt, ich war selber blockiert, na klasse. Und die ist hier verbaut, darum gibt es hier auch kein Fach. Genau. Auch logisch. In den übrigen Fächern haben wir ist aber ein Zwischenboden drin.
Ja, hast du früher immer selber schnitzen müssen. Aber jetzt ist das alles drin. Auch schön, kannst du mal die Spüliflasche oder sowas, netter kleiner, ja, Auflockerer dieser Wand. Auflocker, ich habe das Wort gesucht. Dann haben wir natürlich, das Schönste ist ja hier die Türe. Das ist unser Raumtrenner zwischen Schlafbereich und Wohnbereich. Auch wenn aus gewissen Gründen einer vorne schlafen will, der andere hinten schlafen will, das ist ja das mit dem Schnarchen, das ist ja unser Alltagsthema auch auf der Messe geworden. Ich werde auch so oft gefragt, was, wie, wo, wann, warum. Die Tür schließt dicht ab, deswegen übertragen sich die Geräusche auch so stark nach vorne. Natürlich sichert man diese Tür immer wieder mit dem Druckknopf, damit er die in der ersten Kurve nicht raussaust. Garderobenhaken auf Wunsch extra, kann man da vorne noch was einbauen. Da sprecht ihr dann einfach hier mit den dementsprechenden Herren. Und schon sind wir im großen Bad. Das ist, was viele Leute Raumbad nennen. Und das kann man wirklich mal getrost so sagen. Das gehört natürlich raus. Es ist im Sortiment dabei. Ja. Aber wenn man es rausnimmt, wir haben zwei vollwertige Abläufe in den... Ah, danke dir. Du weißt jetzt schon, lass den Tobi bloß nichts mehr anfassen. Da kriegt ihr das nicht gebacken. Ja. Alles klar. Auch mit dem Radkasten ist trotzdem tief genug, dass man hier bequem stehen kann, auch mit der Höhe wieder. Schön gemachte Dusche. Und eben, das hast du draußen schon angesprochen. Optional eine Garderobenstange, dass wenn man mal ein nasses Handtuch aufhängen möchte oder mal eine nasse Jacke nach dem Spazierengehen, kann die schön hier abtropfen. Genau. Und also diese Platte, die du jetzt liebenswürdigerweise reingelegt hast, dient einfach nochmal auch der zusätzlichen Sicherung der Türen. Die Türen sind zwar noch gesichert so, aber dann scheppert es auch nicht oder sonstiges. Genau. Ich drehe mich um und bin schon im Bad. Das ist der große Vorteil. Du kannst halt wirklich schön dicht machen, die Geschichte. Auch mit langen Beinen, großen Füßen kann man hier sitzen. Und das ist mein typischer Winker in irgendein Spiegel. Drei große Staufächer im Bad mit 230 Volt Anschluss für den Föhn, für den Rasierapparat. Also der Wechselrichter ist auch auf alle durchgeschaltet, auf alle Dosen. Das muss man auch immer dazu sagen. Das ist ja immer also so eine Geschichte. Netzvoranschaltung ist auch optional halt. Ja. Genau, das muss man dazu sagen, wie man es möchte. Ansonsten ist eine Dose eingeteilt. Netzvoranschaltung, bitte immer sagen, ihr wollt alle Steckdosen haben. Das ist halt mal ein technischer Aufwand in der Werkstatt. Da muss man nochmal eingreifen, aber das kriegt man hin. Kein Problem, nur dass wir es angesprochen haben. Super, dann haben wir natürlich hier die Zusatzpolster für Bettumbau in jeglicher Form, dann können wir hier auch noch die berühmte Liegewiese, manche nennen es auch Spielwiese, rauszaubern. Die Leiter habt ihr in der Heckgarage gesehen. Jetzt haben auch diese Laserlichter alle noch USB, habe ich entdeckt. Gell? Jawohl, wir haben da USB-Anschluss. Wir haben auch hinten mal für den Laptop aufzuladen noch 230 Volt und haben auch da die tolle Ambientebeleuchtung oben drunter. Schön also gemacht. Wirklich toll ausgestattet. Und natürlich Klappen und Stauräume überall. Wir haben hier in den Stufen nochmal Stauräume. Ah, wir haben ja was versprochen. Mit dem Einladen, Einkaufen, einer lädt rein, der andere räumt schon ein. Dann könnt ihr hier eben in die Garage zugreifen, durchgreifen oder auch mal das Bierchen holen. Ich geh mal in den Keller. Und das Schöne ist, wir können auch... Ah, du kannst es ganz klappen. Praktisch. Auch mit Schublädchen drin, ist auch gut. Das kenne ich jetzt so selten. Für das Portemonnaie, für alles. Socken und Unterhosen. Oder was. Genau. Jeder wie er möchte. Eben, das ist ja das Schöne. Wir haben auch hier ganz tolle Qualität an Lattenrosten, Aluminiumrahmen mit ganz hochwertigen Lattenrosten und hochwertigen Materialien bei den Matratzen. Und das natürlich auf beiden Seiten kannst du klappen, liebe Leute. Klar. Hier hast du nochmal, ich mache euch das mal auf, soweit es geht, weil wir haben natürlich jetzt jede Menge Polster drauf. Sowohl seitlich zu beladen, als auch hier schön zum Abhängen von diversen Klamotten. Da geht ja einiges rein. Kriegst du alles unter. Und, haha, das Fernsehthema begegnet uns im Schlafzimmer wieder. Das ist aber jetzt der Standardfernseher, kein Smart TV in dem Fall. Den haben wir da vorne gesehen, aber das haben wir euch ja erklärt. 19 Zoll. Twin LMB dabei. Jawohl. Alles, was größer ist, kostet ein paar Euro mehr. Genau. Oder eben Smart TV Update ist.
Also mehr geht jetzt eigentlich nicht hier. Außer noch die Klimaanlage. Die haben wir ja am Dach gesehen. Da haben wir die Dometic 2200. Die reicht voll und ganz für ein Fahrzeug mit 7,50 Meter. Ja, das ist eigentlich die Klimaanlage, die man nimmt. Die ist auch perfekt eingebaut. Die Klimaanlage sollte immer in der Mitte des Fahrzeugs sein. Zumindest über dem Badbereich. Die 1800er nimmt man so bis 7 Meter und dann gibt es die 22er, oder? Genau. Ach, Gott sei Dank, du nickst immer noch. Eieiei, nicht, dass ich nur Dampfplauderer bin. Aber auch hinten habe ich Stehhöhe, auch mit dem kleinen Sockel da unten. Alles easy. Und jetzt haben wir natürlich noch das Coolste, denn das ist ein Gasbackofen. Ich habe sie früher belächelt und mittlerweile liebe ich Gasbacköfen. Jetzt ist ja Plätzchenzeit. Serie. Hat man auch nicht überall, kostet nämlich richtig Geld. Ist so. Wir nennen das Tech Tower hier und natürlich den großen Absorberkühlschrank von Tedford. Ich weiß nicht, wie viele ich schon in meinem Leben da geöffnet habe, aber der ist prima. Der ist einfach klasse. Ist so. Mit automatischer Energiewahl, ja. Türrahmenheizung, Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, alles mit dabei. Das hat für jetzt richtig Spaß gemacht mit dir, Wieland. Danke, dass du mich nicht alleine gelassen hast hier. Gern geschehen, Tobi. Sehr sympathisch, coole Geschichte. Wir sehen uns ja laufend auf den Messen. Und schön, dass jetzt ein Mitarbeiter von Uwe Gante, der selber wirklich Camper ist, das ist mir immer wichtig, Leidenschaft direkt. Nicht irgendjemand, der nur auf der Messe steht und irgendwas verkloppt, sondern wir sind alle Brüder im Geiste. Ich nenne das jetzt ganz furchtbar schwülstig mal so, weil ich muss ja noch einen raushauen. Aber ein schicker Wagen ist er auf jeden Fall. Wie gesagt, auf den Latschen, ich möchte es nicht beleidigend sagen, haben wir beide vorhin gesagt, ja, das ist noch so das Zuckerl. Genau, das Sahnehäubchen beim tollen Fahrzeug. Richtig. Ich denke, wir haben gut vorgestellt. Für den Rest sind hier die lieben Herren an der Ausfahrt Bräuner. Ich wollte schon sagen, der Uwe Gante Ausfahrt Bräuner. Es gibt ja nebenbei noch ein Logistikzentrum, aber das muss man jetzt ja nicht besonders erwähnen, von diesem komischen großen Versender Amazonien heißt das, glaube ich, oder so. Aber ansonsten, ihr habt hier Stellplätze, ihr könnt mal über Nacht stehen, ihr könnt rumbummeln. Es ist eigentlich hier immer jemand da, aber natürlich gibt es auch Öffnungszeiten. Schaut auf der Homepage uwegante.de, da findet ihr alle wichtigen Infos. Und wir sehen uns bald wieder auf der Messe, oder? Jawohl, ich gebe dir jetzt den imaginären Camperbang, aber den sieht jetzt niemand. Schaut mal vorbei. Schöne Weihnachtszeit euch da draußen. Bleibt gesund und lasst euch nicht ärgern. Liebe Grüße. Danke, Tobi. Hat Spaß gemacht. Bis bald. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Ein Nachtrag. Jetzt habe ich gestern mit dem Wieland das Fahrzeug so schön vorgestellt in einem Zweiteiler und sind eigentlich so ziemlich auf alles eingegangen. Natürlich, Kleinigkeiten kann man jetzt nicht alle erzählen, sonst wird alles zu lang. Aber ein wichtiges Thema haben wir natürlich vergessen. Wie ist das mit dem Abwasser bei dem Theorie? Und somit liefere ich das zum Ende des Videos auch noch nach. Ganz einfach. Dieses Fahrzeug ist voll wintertauglich und hat auch einen beheizten Abwassertank. Und direkt neben dem Einstieg auf der rechten Seite habe ich den Hebel. Ich ziehe hier an. Dann läuft es hier durch das Rohr in die Entsorgungsstation. Bitte wirklich nur auf geeignete Entsorgungsstationen fahren. Und dann läuft's raus. Der Tank ist frostsicher, wenn die Heizung läuft. Denn die warme Heizungsluft wird auch um den Tank geführt, um das Wasser nicht gefrieren zu lassen. Funktioniert natürlich wirklich nur, ich sag's doppelt und ausdrücklich, wenn die Heizung im Fahrzeug läuft. Ansonsten Wasser raus, viel Spaß und ich wünsche euch was. Bis bald. Servus, danke, tschüss.